JobMedi ist eine Jobmesse für den Gesundheitsbereich, also den allgemeinen Gesundheitsbereich, da wo jeder herzlich willkommen ist. Das bedeutet, dass die JobMedi Schüler anspricht, die sich im Gesundheitswesen vielleicht nach einer Ausbildung umschauen, bis hin zur Fachkraft, aber auch zusätzlich auch Menschen, die vielleicht auch schon über 50 sind und auch nochmal wieder ins Berufsleben kommen möchten. So alles, was mit dem Beruf, mit den Gesundheitsberufen zu tun hat, wird hier auf der JobMedi präsentiert. Bundeswehr ist ziemlich breit gefächert, so in allen Bereichen. Wir haben im Bereich Medizin 4 verschiedene Ausbildungsbereiche, also Studiengänge in Humanmedizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin und auch beispielsweise Pharmazie. Wir haben annähernd 25 verschiedene Ausbildungsberufe, die so den medizinischen Bereich bei der Bundeswehr angehen. Das fängt im Prinzip bei A an, wie Arzthelferin, da geht dann über Physiotherapeuten, medizinisch-technische Assistenten. In Pflegeberufen sind wir dabei, wir bilden sogar Altenpfleger aus, wir haben Physiotherapeuten dabei, also ist so die ganze große Bandbreite, was so die medizinischen Berufe angeht, haben wir, benötigen wir, ja, bilden deswegen aus und die Informationen, die möchten wir halt an die jugendlichen Besucher auch loswerden. Also ich will halt medizinischen Beruf erlernen, möchte ein bisschen informieren, also es ist ja sehr informativ hier und hier sind ja genug Stände, genug Auswahl, muss man einfach mal gucken. Ne? Ja, wir sind attraktiver Arbeitgeber Pflege. Diese Auszeichnung wird vom Vinzenz Verlag mit der Unternehmensberatung Olaf Seelbach vergeben. Wir sind das einzige Zeitarbeitsunternehmen, das ausgezeichnet wurde. Wir wissen, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Ja, wir wissen, wir müssen uns um Pflegekräfte bemühen. Ja, deswegen sind wir vollkommen ausgerichtet auf Mitarbeiter und Mitarbeiterbetreuung, Mitarbeitergewinnung. Und wir freuen uns über jeden, der noch gerne bei uns arbeiten möchte. Lokale Gesundheitsmessen sind für uns auch sehr wichtig. Also wir sind zum Beispiel hier jetzt auf der JobMedi, die ja für das ganze Ruhrgebiet steht, aber wir sind natürlich auch auf anderen Messen. Und wir gehen auf solche lokalen Messen, was unsere Zielgruppe angeht. Und Leute strömen von nah und fern und nehmen zum Beispiel auch Anreisewege von ca. bis zu 50 Kilometer in Kauf, um sich hier vor Ort zu informieren. Und das möchten wir natürlich auch nutzen, dass wir die Leute auch in so einem Umkreis von mehr als 50 Kilometern auch erreichen.